In dieser Folge wird um ein Thema gehen, was Sponsoring und Partnerschaft heißt. Ein Thema, über das man im Motorsport vor allem nicht gerne redet. Unabhängig davon, ob du aus dem Autosport kommst Oder nicht, ist das Prinzip das gleiche. Deswegen werden wir euch zeigen, bevor man überhaupt über Partnerschaften oder Sponsoring denkt, worauf es eigentlich ankommt. KW. Wir brauchen neue Fahrwerk, gell? Kontaktdaten in Beschreibung. und genau so. Einfach geht Sponsoring nicht. Unserer Meinung nach gibt es einen großen Unterschied zwischen Sponsoring und Partnerschaft. Also los geht, hier eine Übersicht. Solltest du am Ende des Videos Punkt 2, 3 und 4 nicht innerhalb von ein paar Sekunden beantworten können, dann solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, ob du bereits an einem Punkt bist, wo du über Sponsoring oder Partnerschaft denken solltest oder doch dich mit diesem Thema länger beschäftigst, bevor du eine ernsthafte Entscheidung triffst, Zeit und Geld in Sponsoring und Partnerschaft reinzustecken. Denn es wird dich am Anfang ziemlich viel Zeit und Geld kosten. Unterschied zwischen Partnerschaft und Sponsoring. Die wenigsten haben da draußen einen Sponsor oder werden jemals einen haben. Sponsor ist eine Person oder eine Firma oder egal, irgendjemand, der euch Geld oder Sachwerte oder sonstige Dienstleistungen so erbringt, dass er im Prinzip von euch keine Gegenleistung erwartet, die seine Ausgaben oder Input oder Invest in euch decken werden. Ein Beispiel: Wer ist ein Sponsor tatsächlich? Ein Sponsor kann ein Freund von euch sein, der sagt: Ey, ich finde die Geschichte, die du da machst, geil. Ich gebe dir Teile oder unterstütze dich mit sonst was, ohne dass er von euch eine Dienstleistung erwartet. Das heißt, er unterstützt euch einfach aus Überzeugung. Oder eure Mama, die zum Beispiel euch einen Fuffi gibt und sagt: Hier, mein Sohn, geh dir ein Eis holen. Das ist ebenfalls ein Sponsor, denn eure Mutter erwartet nicht in dem Moment, wo ihr ein Eis essen geht, dass ihr zurückkommt und eine Dienstleistung erfüllt, die diese 50 Euro deckt. Ich denke, das ist jetzt klar und deutlich jedem verstanden. Weiter geht's. Jetzt zum Partner. Was ist also ein Partner oder eine Partnerschaft? Eine Partnerschaft ist eine gleichwertige Beziehung, in denen beide Parteien, also du oder ich, mit einem Unternehmen oder einer anderen Person zusammen gleich viel profitieren. Diesen idealen Zustand wird es aber niemals geben, denn wie in einer echten Beziehung gibt es Zeiten, dass der eine ein bisschen mehr vielleicht liefert und dann der andere. Am Beispiel bedeutet das, ihr bekommt Spurplatten von eurem Partner, zum Beispiel diese hier, und dafür sagt ihr, dreht ihr ein Video über diese Spurplatten, zum Beispiel jetzt. Ihr habt mit diesem Videowert den Wert der Dienstleistung, die euch erbracht wurde, gedeckt. Also habt ihr das Gleichgewicht erbracht und die Partnerschaft zwischen euch besteht. Nämlich, ihr habt 100% Spurplatten getauscht. Wie sieht das Ganze aus, wenn der Partner verlangt, dass ihr in jedem der Videos, die ihr zum Beispiel dreht, diese Spurplatten zeigt oder erklärt oder was auch immer? Dann, Kameraden, ändert sich das Verhältnis. Nämlich, dass ich mehr Aufwand habe, als dass diese Sache wert ist. Mal angenommen, die Distanzscheiben kosten 1000 Euro und das Video hat einen Wert von ebenfalls 1000 Euro. So drehe ich die nächsten 10 Videos über diese Distanzscheiben mit einem Wert von 10.000 Euro, während die Scheiben nur 1000 Euro wert sind. Also ist hier genau das umgekehrte Spiel. Ich oder ihr werdet zum Sponsor vom Partner. Das erkläre ich noch im Punkt 6, was man alles falsch machen kann. Also du siehst, mit einer Partnerschaft verdienst du idealerweise kein Geld, denn dann, wenn du Geld verdienst, wirst du gesponsert. Und die wenigsten verdienen Geld, indem sie gesponsert werden. Nein, doch. Oh. Jetzt sagst du, okay, ich will das unbedingt machen, ich brauche einen Partner, warum auch immer. Dann sollte man sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich und warum sollte jemand mir Vertrauen schenken und mir eine Dienstleistung erbringen oder sonstige Werte zur Verfügung stellen. Was ist also der Mehrwert durch dich? Ich meine, klar, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Fahrwerk bekommst, dann ist der Mehrwert für dich da. Du hast ein neues Fahrwerk, das ist geil. Was lieferst du aber im Gegenzug deinem Partner? Sind es Erfahrungen mit dem Fahrwerk? Drehst du darüber Videos? Erzählst du was? Oder hast du nur vielleicht einen Freundeskreis, dem du sagst, hey, ich habe ein tolles Fahrwerk? Ein Partner, ein Unternehmen oder eine Person oder irgendjemand, der euch jetzt nicht kennt, mit dem ihr zum ersten Mal zu tun habt, möchte immer idealerweise eine Sicherheit haben. Das Ganze kann man vergleichen mit einer Bank, wenn man einen Kredit holt, dann braucht man auch Sicherheit. Also eine Immobilie oder Sachwerte, die ihr besitzt, euer Auto und so weiter und so fort, dass man ein wenig Sicherheit der Bank gibt, so dass
ihr das Geld nicht nehmt und dann euch aus dem Staub macht oder sonstige Dinge. Ähnlich ist es vorteilhaft, dass du bei einer Partnerschaft oder bei Sponsoring solche Sicherheiten zeigen kannst. Wenn jetzt zum Beispiel eine Pandemie ist, mit der jetzt niemand von uns gerechnet hat, und du Versprechungen deinen Partnern geleistet hast, ist es verständlich, dass die nicht vielleicht so eingesetzt werden. Dennoch kannst du nicht einfach sagen, hey, ich kann jetzt nichts machen, du musst dir was einfallen lassen und das Ganze so drehen, dass deine Partner oder deine Sponsoren trotzdem zufrieden sind. Drittens, Zielgruppe. Wenn du mit seriösen Unternehmen oder selbst mit privaten Leuten, deinen Freunden zu tun hast, musst du zeigen, was oder wer deine Zielgruppe ist. Die Zielgruppe spaltet sich zum Beispiel auf Alter, auf Geschlecht, auf Einkommen, Interessen und so weiter und so fort. Mal als Beispiel, unsere Zielgruppe befindet sich so im Bereich von 13 bis 45, das ist so das meiste. Männer, hauptsächlich Männer, ich glaube 90%, 10% Frauen tatsächlich. Boy. Die Zielgruppe ist wichtig für Unternehmen, um zu verstehen, wie relevant du für sie überhaupt bist, indem du die richtigen Zielgruppen ansprechen kannst. Idealerweise kannst du das auch noch mit Fakten belegen, indem du zeigst, wie zum Beispiel sich deine Social Media Plattform entwickelt, wer deine Zielgruppe überhaupt ist oder deine Kanäle oder sonstiger Bereich, wo du gerade aktiv und tätig bist. Das ist immer ein großer Vorteil. Viertens, Ziele. Brauchst du dieses Unternehmen oder diese Partnerschaft nur für einen kurzen Zeitraum oder geht das Ganze über längeren Zeitraum? Es ist klar, dass wenn man eine Partnerschaft eingeht, man möchte, dass das Ganze möglichst lange anhält. Also eine Partnerschaft sollte möglichst lange dauern. Deswegen ist es von Vorteil, dass du jetzt nicht sagst, okay, das ist jetzt nur für ein kurzes Interesse, für mein Hobby oder so. Ich möchte das Teil mal kurz einsetzen und dann ist mir egal, dann kommt der nächste. Sondern dass du sagst, okay, du möchtest mit dem Unternehmen aus Überzeugung arbeiten. Du möchtest mit dem Unternehmen arbeiten, weil du einen Mehrwert bietest. Du möchtest mit dem Unternehmen arbeiten, weil du das Ganze über Jahre oder Jahrzehnte machst und dich in dieser ganzen Geschichte sowieso bewegen wirst. Und beide davon profitieren. Ist das ein Hobby, was du da machst oder eine Leidenschaft? Oder ist das Ganze professionell, was du über längeren Zeitraum dann auch ausüben wirst? Deswegen solltet ihr nicht mal schnell mal einen Sponsor hier oder einen Sponsor da nehmen, sondern euch wirklich auf langfristige Partnerschaften fokussieren und das auch den Leuten so vermitteln, dass ihr gerne mit dem Partner, mit dem Sponsor langfristig zusammenarbeiten möchtet. Fehler, die ihr definitiv nicht machen solltet. Mal angenommen, ihr habt schon überall rumgefragt, bei verschiedenen Unternehmen, bei Händlern. Und das Einzige, was idealerweise dann zurückkommt, ist sowas wie, sorry, wir können dir das nicht, was du vorhast, zur Verfügung stellen, aber wir machen dir einen Rabatt in Höhe von zum Beispiel 20%. Vielleicht denkst du im ersten Moment, wow, geil, ich habe meinen ersten Sponsor, der gibt mir 20% Rabatt. Er fordert dafür lediglich, dass du das ganze Auto zugleisterst mit seinen Logos oder sonstigen Dingen. In dem Moment passiert Folgendes, du belügst dich, du bist nicht langfristig auf einer Suche nach einer Partnerschaft, du bist nicht von dir selber überzeugt, sondern du möchtest schnellstmöglich einen Vorteil erzwingen, und zwar sind lediglich 20% Rabatt auf einen Teil, an dem der Hersteller verdient. Zusätzlich zum Hersteller verdient seine gesamte Händlerkette, weil sie das Produkt auch vermarkten und vertreiben. Das heißt, du machst einerseits für den Hersteller Werbung, andererseits machst du Werbung für alle Händler für ein Produkt, was du am Ende auch noch kaufst. Ein Beispiel, mal angenommen, ihr braucht einen Federnsatz, ihr schreibt einen Hersteller an und er sagt, okay, du kannst die haben, allerdings kann ich dir nur 20% geben. Ihr nehmt die Federn und dafür kleistert ihr das ganze Automobil von euch mit Werbung zu und verspricht auch noch irgendwie indirekte Weise Werbung für diese Feder zu machen. In dem Moment habt ihr euer Automobil und euch, wie die letzte Schlampe, extrem günstig verkauft. Denn so sieht die Realität aus. Ein Event, ein mittelmäßiges Event mit keinem Pro-Fahrzeug, sondern einem durchschnittlichen Missel, kostet euch an einem Wochenende, zum Beispiel 3 Tage, ungefähr diese Summe. Da drin wären Reifen und sonstige Verschleißteile, Gebühr für das Event, minimaler Verbrauch von eurem Automobil und vielleicht Zugmaschine und 500 Euro. Das ist die Vorbereitung für das Event, also dass ihr das Automobil vorbereitet oder danach nachbereitet oder irgendwas kaputt geht, Kleinigkeiten, ich rede nicht. Bei dieser Summe, wenn ihr das Ding in die Wand setzt, weil dann könnt ihr das Ganze mal Faktor 5 oder noch höher rechnen. Der Federsatz kostet 200 Euro. Abzüglich eurer 20% zahlt ihr 160 Euro. Also habt ihr effektiv 40 Euro gespart. Und dann seht ihr ganz klar, ihr setzt 2000 Euro ins Verhältnis zu 40 Euro. Sehr gut.
Und es ist nicht übertrieben gesagt, solches Sponsoring sind wir tatsächlich in der deutschen Driftszene begegnet und das wird auch als Sponsoring bezeichnet, Prozentenrabatt. Macht es nicht, in dem Moment schadet ihr euch selbst und ihr schadet der gesamten Driftszene oder der Sportszene, indem man sozusagen das Gefühl vermittelt bei den Händlern oder bei den Partnern oder bei Sponsoren oder bei Unternehmen, dass ihr sozusagen und euer Sport 40 Euro wert hat. Natürlich kann man jetzt argumentieren, okay, besser als gar nicht. Ihr müsst bedenken, ihr wählt diese Sportart, ihr wählt den Motorsport oder sonstige Sportart, die euch extrem viel Zeit und Geld kostet. Deswegen ist es idealerweise dann, dass ihr mit einem Kapital schon dahin kommt und nicht als armer Schlucker sagt, okay, mein Auto braucht das, mein Auto braucht dies und ich nehme alles, egal von was. Und da werden wir beim nächsten Thema. Identifikation, ganz wichtig, ihr müsst hinter dem Produkt stehen, denn wenn ihr ein Produkt annehmt, um einen kurzfristigen Vorteil zu erlangen oder weil ihr denkt, okay, besser was haben als nicht haben, dann begeht ihr ein folgendes Problem. Ihr vermarktet nämlich ein Produkt, hinter welchem ihr gar nicht steht. In dem Moment, wo ihr nicht ehrlich seid und eure Community sagt, okay, das Produkt ist perfekt, schadet ihr euch selber in eurer Glaubwürdigkeit, aber ihr schadet auch dem Händler, indem ihr ein Produkt so bewertet, dass es gar nicht das am Ende ist, was der Kunde erwartet. Also doppelte Enttäuschung. Ihr verliert eure Community und das Unternehmen vermittelt mit eurer Hilfe den Eindruck von einem Produkt, was gar nicht so ist, wie es sein sollte. Sagen wir, ihr habt einen Partner bekommen, ihr fahrt auf ein Event und dort werdet ihr seine Produkte vorstellen. Dann kam Corona und das Ganze ist jetzt nicht mehr so möglich oder so einfach. Kurzerhand gesagt, habt ihr ein Problem, denn ihr habt was versprochen, also müsst ihr das auch einhalten. Haltet ihr diesen Deal nicht ein, schadet ihr euch selber und ihr schadet nicht nur euch, sondern der gesamten Drift-Community. Denn der Nächste, der dann zum Beispiel hinkommen wird und sagen wird, hey, ich würde gerne was von dir haben, bei mir passt alles, meine Zuschauerzahlen, meine Reichweite, mein Content, meine eigene Art. Dann wird aber der Partner sagen, hey, pass auf, ich habe in letzter Zeit so viel schlechte Erfahrungen mit den Driftern gesammelt, weil es gab einen, er hat mir was versprochen, hat es aber nie eingehalten. Deswegen, Kameraden, achtet immer drauf, was ihr den Partnern verspricht oder euren Sponsoren und könnt ihr es überhaupt einhalten. Denn das ganze Thema Sponsoring und Partnerschaft ist nicht so einfach. Es ist harte Arbeit. Und deswegen müsst ihr an die Sache konsequent rangehen, als ob es euer Job ist. Denn es ist euer Job letztendlich, den Partner zufriedenzustellen. Deals schriftlich festhalten. Egal, was ihr vereinbart mit eurem Partner, es muss zumindest mal ein Schriftverkehr sein zwischen dem Partner und euch. Idealerweise als E-Mail oder in Papierform. Ihr merkt, das Thema Sponsoring und Partnerschaften ist ziemlich umfangreich und komplex. Und in einem Video kriegt man das gar nicht erklärt. Vor allem, wie das Ganze dann in der Praxis funktionieren soll. Also solche Mappen haben wir auch schon. Das ist eine alte Mappe von uns, irgendwann aus der Saison. Und mich würde mal interessieren, bevor wir zu diesen ganzen Mappen kommen und das Ganze, ob ihr das alles verstanden habt, ob ihr das Ganze so seht und ob wir so ein Real Talk Video noch bringen sollen, unsere Erfahrungen sozusagen für euch. Ja, bis jetzt, Drift Life unzensiert. Yeah,